Ja, hallo Michi. Hallo Mudo. Schön, dass ihr hier seid. Wie sind denn eure ersten Eindrücke bis jetzt so von den Kandidaten dieses Jahr? Der erste Eindruck ist auf jeden Fall, dass es nicht einfacher wird. Also nicht, weil das Talent weniger ist, sondern weil man dieses verdammte Spiel niemals beherrschen wird, sondern die das Musik... Das ist ein Spiel gegen Windmühlen. Sondern das Spiel beherrscht einen. Ne? Man weiß immer noch nicht, was da für eine Person steht, wenn man die Stimme hört. Und man weiß immer noch nicht, was man für Argumente in die Waagschale werfen muss, damit die Talente zu einem kommen. Es bleibt jedes Mal aufs Neue ein Wabonk-Spiel. Wabonk. Und Bonk-Spiel. Und wir spielen es ganz gut. Und wir sind auch auf bestem Wege, den Hattrick zu machen, aber man weiß es nicht bis zur letzten Show. Und man muss sagen, es ist erstaunlich, wo die jedes Jahr diese Sänger und Musiker und Songwriter und junge Mädels, gestandene Bluesmusiker, nerdige Zuhause, Soundbastler auftreiben. Ne? Und es bleibt einfach, glaube ich, die interessanteste und wahrscheinlich einzige Plattform für junge Musiker in Deutschland. Im Fernsehen. Habe ich im Fernsehen gesagt? Im Fernsehen. In Deutschland war auch richtig. Ja. Deutschland, Österreich und Schweiz. Ihr seid jetzt ja schon das dritte Mal dabei, also ziemlich erfahrene Urgesteine. Ist das von Vorteil? Man kann nach der jetzigen Phase, nach den Blind Auditions, noch auf keinen Fall einen Favoriten ausmachen. Weil Leute einfach vielleicht auch diesen Moment gar nicht richtig ausschöpfen konnten für ihre Blind Audition. Aber es hat gereicht, dass wir jemanden mitgenommen haben. Aber wir sehen ihn aufgrund, dass er vielleicht nur mäßig war, jetzt so als okay Talent. Und in der nächsten Phase haut er einen raus, weil er einfach die Selbstsicherheit hat, dass er weiter gekommen ist schon. Dass gerade in diesen Battle-Phasen, wo die Talents gegeneinander antreten, sich die Eindrücke manchmal komplett drehen. Und das ist natürlich das Spannende an der Show. Wir machen uns den Druck aber auch selbst. Wir wollen den Hattrick. Wir wollen ja vor allem, wir wollen auch darüber hinaus, wir wollen die Weltmeisterschaft. Es gab noch niemanden bei The Voice weltweit, der 4 am Stück gewonnen hätte. Und 4 Sterne würde uns ja ganz gut zu Gesichte stehen. Aber wir müssen natürlich erstmal den ersten Schritt zur Weltmeisterschaft, ist der Hattrick. Und der geht auch nur einen kleinen Schritt voran. Und es ist doch auch so wie in der Formel 1. Wann ist denn ein Coach ein guter Coach? Ein guter Coach, das ist, was es gibt auf der Welt. Wie sollen wir das sagen? Wir finden natürlich, dass... Coach, stimmt nicht. Coach, wir sind alle gute Coaches bei The Voice of Germany. Auch letztes Jahr schon mit Ray. Jeder hat so seinen eigenen Stil. Unsere erste Handlung, die wir machen, wenn so eine Blind Audition vorbei ist, ist, wir unterhalten uns mit den Talents, was sie gerne machen, was sie gerne hören, wo sie hin möchten, wo sie sich sehen und so weiter. Und ein guter Coach ist, der sich auf der einen Seite auf das Talent einstellen kann, die Wünsche berücksichtigen, aber trotzdem genug, genug Kraft hat, das Talent auch zu führen. Es gibt ja auch schon gereiftere, dickköpfigere, die irgendwie sagen, oh, das mache ich nicht mehr und so. Das ist schon so, man muss versuchen zu vermitteln, was wir denken, was gut ist, aber auch respektieren, was das Talent möchte und welche Grenzen es nicht überschreiten möchte. Und Einsatz und echt viel, viel Einsatz und viel drüber nachdenken, das macht einen guten Coach aus. Wie hart ist der Wettbewerb unter euch Coaches? Für uns neu ist jetzt Yvonne, für uns alle. Aber die macht das, ich meine, Yvonne kannst du nur gerne haben. Die ist wirklich eine sehr warmherzige und freundliche Person, die aber auch natürlich irgendwie ihre eigene Art hat zu kämpfen, die viel mehr zurückgenommen ist, aber trotzdem manchmal sitzt und echt auch ganz schön garstige Pointen manchmal da sein können. Aber das Wichtigste ist eben, dass man sich hinter der Kamera einfach mag und gut miteinander auskommt. Ich glaube, wenn es dicke Luft wäre hinter den Kulissen, könntest du nicht so hart frotzeln vor der Kamera. Das geht, glaube ich, nicht, weil dann wäre beleidigt und Arschloch, jetzt setze ich mich nicht mehr auf die Kamera. Also, wenn wir ein tolles Talent sehen und es gerne hätten und es nicht zu uns geht, nehmen wir das so persönlich, dass wir diesen Ärger auch übertragen dann auf die jeweiligen Coaches. Eigentlich, finde ich, müssen wir gewinnen unbedingt. Ich finde, niemand anders sollte die Show jemals gewinnen, außer uns. Aber ich würde es tatsächlich in diesem Moment Samu gönnen, ehrlich gesagt, weil er ist,
ich habe das Gefühl gehabt, dass er sonst musikalisch selten so stark aufgestellt war wie dieses Jahr. Und ich finde es, gut. Einfach so lustig. Ja, der ist echt witzig. Und ein wirklich cooler Typ. Es macht echt Spaß mit dem. Der wirkt immer so gelassen, aber am Ende will er es auch wirklich wissen. Ne? Aber dann kann er wirklich nicht so besonders gut Deutsch, aber er kriegt alles mit, was er mitkriegen muss und kann so pointiert und solche Treffer landen beim Diskutieren, beim Streiten. Das ist wirklich, da muss man sagen, Hut ab.